Moin Moin, es ist Schiedal und willkommen zum Bundesliga-Tipp. Bundesliga-Tipp 25. Später zweite Liga. So sieht's aus. Der Spielstand steht unten und neue Tabellenführung. Ja, ich habe es euch allen noch gesagt. Der Blooper Guy ist nicht unbesiegbar. Er hat nur letztes Jahr gewonnen. Dieses Jahr vielleicht nicht. Los geht's mit meinen neuen Tipps. Das erste Spiel, was am Freitag stattfindet, ist zwischen Fürth und 1860 München ein Süd-Derby, oder besser gesagt ein Derby. Ja, ein bayerisches Derby, kann man das auch so sagen? Naja, 1860 München halt mit dem besten Goalgetter, der immer noch verletzt ist. Das ist halt manchmal so. Aber gegen Sandhausen hat man zumindest bewiesen, dass man auch mit anderen Spielern treffen kann. Zumindest, wenn man es möchte. Dass das Ergebnis natürlich so ein bisschen anders gelaufen ist, als ich erwartet hätte, ne? Das ist doof gelaufen, aber so ist das eben. Fürth, neuer Trainer, und irgendwie klappt das da trotzdem nicht. Fürth spielt trotzdem noch unten und diese Saison heißt es doch nicht direkt wieder, nicht Aufstieg, sondern Mittelmaß. Zumindest sollte man das Ziel als Mittelmaß bezeichnen. Ich tippe auf ein langweiliges 0:0, weil ich denke mal, boah, beide Teams werden sich nicht schenken, aber auch nicht treffen. Der Kai tippt auf Hürth 1:0. Dieser Spieltag von meiner Seite aus sehr mit vielen Unentschieden geprägt. Dann könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten. Das nächste Spiel ist nämlich zwischen Bochum und Heidenheim. Und da tippe ich genau auf dasselbe. Denn im Endeffekt gegen Nürnberg für Heidenheim war es ein glücklicher Sieg, denn der Torhüter hat einen Fehler gemacht, einen einzigen Fehler. Und dieser Fehler hat später zu vielen Toren geführt. Und ja, das kann mal vorkommen. Das kann mal vorkommen. Und dann hast du glückliche 3 Punkte. Ich denke mal, dass das Spiel unentschieden ausgehen wird, denn Bochum, ja, ist momentan auf unentschieden Kurs. Boah, wohl waren sie das nicht schon die ganze Saison. 0:0, kein Tipp, 1:1. Das heißt, zumindest zum Anpfiff habe ich 10 Punkte, vielleicht auch zum Abpfiff, wer weiß. Das nächste Spiel ist zwischen Darmstadt und Union Berlin. Ja, die Siegesserie, Niederlagenserie von Union Berlin ist gebrochen, unentschieden. Aber das war ja irgendwann mal zu erwarten, dass es irgendwann mal dann auch vorbei ist mit dem Sieg, Niederlage, erst recht, wenn man gegen jemanden anderes spielt, der auch diese Bilanz hat, Sieg, Niederlage, und irgendwie beide dann auf Sieg gehen, und dann geht das ja nicht mehr. So, dementsprechend wäre jetzt als nächstes von Union Berlin die Niederlage gekommen. So tippe ich es auch, denn ich denke mal, dass Darmstadt zu Hause weiterhin punkten und weiterhin in Richtung Liga 1 peilen dürfen. Darmstadt gewinnt 1:0, der Kai tippt auf ein 1:0 für Darmstadt. Das nächste Spiel kann man auch in der ersten Liga oft mal hören, aber jetzt ist es halt in der zweiten Liga. Der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg. Beide Favoriten in der, am Anfang der Saison, und ja, unterschiedlicher können die Saison nicht laufen. Mittlerweile hat man aber fast den gleichen Platz erreicht. Aber eben halt nur fast. Ich denke mal, dass dieses Spiel auch ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel sein wird. Mein Tipp, ein 1:1 unentschieden. Der Kai tippt auf ein 1:0 Sieg für Nürnberg. Im Hinspiel haben die Nürnberger, ja eigentlich im Endeffekt waren die Nürnberger in der Hinrunde ja relativ schwach. Gegen Kaiserslautern gab es eine riesen Überraschung. Auf einmal hat Nürnberg klar und deutlich geführt. Lautern kam ran, hat es aber leider nicht geschafft. Heute wird es dann, also am Samstag wird es dann anders laufen, 1:1 unentschieden. Man hat wenigstens Punkt geholt, so kann man das auch sagen. Das nächste Samstagspiel ist zwischen Pauli und Frankfurt. Der FSV Frankfurt hat eigentlich grundsätzlich nicht viel zu lachen in Hamburg, und eigentlich sagen alle Statistiken, ach, tipptopp für Pauli. Pauli hat jetzt gewonnen und alles ist super, alles ist toll. Aber ganz ehrlich, Frankfurt spielt momentan eine super Rückrunde, der FSV Frankfurt. Und wird das Spiel überraschend gewinnen mit 2:0. Der Kai tippt auf genau dasselbe. Das nächste Spiel ist am Sonntag zwischen Ingolstadt und Karlsruhe. Ja, es ist halt manchmal so, dass
Schiedsrichterentscheidungen komisch sind. Nun, Ingolstadt hat jetzt wieder mal gewonnen. Jetzt heißt es wieder, oh, ist alles wieder gut, ist alles wieder schön, alles toll, toll. Jetzt ist nur die Frage, können sie gegen Karlsruhe das auch schaffen? Karlsruhe als letztes unentschieden gegen Leipzig, die auch noch in Unterzahl waren. Also dann wird das schon ganz schön schwierig, jetzt noch da zu sagen, Karlsruhe ist, der wird richtig top dabei sein. Ich tippe mal, dass der FCI gewinnt 2:1, der Kai tippt auf ein 0:0. Das nächste Spiel ist zwischen VfR Aalen und Aue. Ja, es ist so ein Spiel, was ich persönlich immer finde, so Abstiegsduell. Es ist einfach so, Aalen und Aue unten in der Liga irgendwie, ja, es könnte ein richtiges, interessantes Spiel sein, richtig ausgeglichen mal. Aue in der Rückrunde Anfang gut gestartet, jetzt schwächelnd. Es ist einfach leider so. Irgendwie nach den schönen Erfolgen an den ersten zwei Spieltagen in diesem Jahr, klappt nichts mehr. Es ist echt traurig, dementsprechend rutscht man leider wieder runter durch. Mein Tipp für dieses Spiel, ein 0:0 Unentschieden. Der Kai tippt auf genau dasselbe. Weil ich einfach denke, dass es nicht das unbedingt obermäßige Topspiel sein wird. Und beide Teams, ja, kämpfen, fighten, wollen das. Schaffen wir nicht. Das nächste Spiel ist zwischen Sandhausen und Braunschweig. Ja, also es deutet sich groß darauf hin, dass Braunschweig den nächsten Trainerwechsel macht, weil das, was sie in der Rückrunde abliefern, ist echt eine Katastrophe. Ist wirklich so. Braunschweig war Zweiter und werden jetzt durchgereicht. Sie gewinnen einfach keine Spiele mehr. Und das ist gerade das Bittere. Und jetzt geht's gegen Sandhausen, die irgendwie bislang unbesiegbar sind. Unbesiegbar, keine Ahnung warum. Aber ne, das ist halt manchmal Erfolg. Wie ich es immer so sagen pflege, wenn du am Abschluss 1 nur jedes Spiel gewinnst, wirst du auch Meister. Ja, Braunschweig jetzt nicht 1-0-Sieg-Tendenz, aber die Sache ist die, die Statistik sagt, dass Braunschweig eigentlich gewinnen muss, denn Sandhausen hat bislang überhaupt nichts irgendwie gegen Braunschweig holen können, außer einen Unentschieden. Aber irgendwann reißt ja auch jede Serie. Ich denke mal, diese Serie reißt jetzt auch. Der Trainer von Braunschweig wird nun seinen Stuhl verlassen müssen. Mein Tipp 2:0 für Sandhausen, der Kai tippt auf ein 2:1 für Sandhausen. Und nun zum letzten Spiel, Montag, Leipzig gegen Düsseldorf. RB Leipzig spielt wieder am Montag und ja, dieses Mal zu Hause. Es gab ja diese, es gibt bis heute noch diese ganzen Leute, die immer meinen, oh, RB hört nicht in die zweite Liga und sonst was, ja. Wird es wahrscheinlich die nächsten paar Jahre auch noch geben. Ja, es ist halt manchmal schwierig dann, mit so einer Situation, mit so einem Konzept durchzukommen. Es ist einfach so. Und jetzt geht's gegen einen Traditionsverein. Mal gucken, ob der Traditionsverein seine Tradition gewähren darf. Sie spielen 2:2 unentschieden, weil ich denke mal, zwar Düsseldorf eine gute Auswärtsmannschaft, aber momentan nicht so ganz im Tritt. Der Kai tippt doch ein 1:0 für Düsseldorf. Das waren meine Tipps für den 25. Spieltag. Ihr könnt eure Tipps unten in der Tippgruppe abgeben. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, nämlich am Montag, zum nächsten Bundesliga-Tipp, zum 26. Spieltag. Ja, freut euch drauf oder auch nicht. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut.